Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, wir schauen jetzt mal, ob die Zwillingzucht heute klappt. Und hier ist er. Und die... Na, das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus, ne? Wir haben jetzt 7 Tage für die Paare hier, um die freizuschalten. Und wir würden jetzt mal das Shire Horse und den Schwarzwälder nehmen. 7 Tage. Gut. Zeit läuft. Dann kommt jetzt mal der erste Zuchtversuch. Na, da ist er. Rocky. Und 13% Chance auf den Zwilling. Nein, das wird ein Shire Horse. Die Martha. Na gut. Dann jetzt beim ersten Versuch nicht. Wir könnten uns dann aber erstmal die Post ansehen und dann auch gleich nochmal schauen. Oh, 12.897 Münzen Zuchtbelohnung. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat geklappt bei euch. Dann, ja, von 5 Freunden überholt in Russland. Das ist kein Problem. So, Nachrichten sind weg. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zu unserem Paint Horse und schauen uns erstmal an, was der Zwilling denn so an Ausrüstung mitgebracht hat. Sattel, Trense, Maske gab es da ja, glaube ich, auch. Und ja, die neue Deko. Müsste die nicht eigentlich oben zu finden sein? Können wir den Sattel nicht mehr kaufen? Ist natürlich schade. Nee, das alles... Wie sieht es hier mit der Maske aus? Sieht auch nicht so aus, ne? Eigentlich müsste das Zeichen dran sein, aber ist nicht. Und ich habe auch nichts, was so aussieht. Also ich glaube, von den Masken habe ich überhaupt nichts gekauft. Aber hier die neue Deko. 280 Diamanten, aber sieht schick aus. Ist auch wie so eine halbe Maske, ne? Hier mit dem Teil ums Auge rum. Sieht schick aus, aber machen wir erst, wenn wir Diamanten ausgeben müssen für die besonderen Aufgaben. Tja. Dann, was sagt... Hier kommt erstmal die Event-Deko. Dann gibt es das Monument. Aber die anderen beiden, es gab doch auch so eine Kristallkugel und dieses fürs zweite Sternzeichen, aber irgendwie ist das nicht dabei, ne? Merkwürdig, wieso dürfen wir das nicht mehr kaufen? Na gut, dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt erstmal nach Montana und züchten nochmal den zweiten Zuchtversuch. Für den Zwilling. Ich meine, das war in Montana. Grace ist immer noch ein Fohlen. Ich würde sie jetzt einfach nochmal auf die Weide schicken. Können wir sie uns erst nächstes Mal erwachsen ansehen. Was haben wir hier? Ein Welsh Pony. Stütchen, Stufe 2. Genau, hier habe ich nochmal einen Welsh Pony Zuchtversuch unternommen.
Jetzt ist es natürlich blöd, wenn ich keinen Platz dafür habe, ne? In der Oase ist garantiert auch alles belegt. Natürlich. Das ist unser Fjordi. Ach nee, genau, unser Fjordi. Tja, was machen wir da? Alles kleine Tiere, die ich verkaufen kann. Wir gucken erstmal über den Bahnhof. Gibt es noch irgendwen, den ich verkaufen kann? Ach genau, Großbritannien. Genau, wir gehen jetzt erstmal nach Großbritannien. Da kriegen wir dann einen Platz frei. Denn Stufe 2er Welsh möchte ich jetzt wirklich ungern verkaufen. So, die Zucht hier ist fertig. Und ich glaube, wir verkaufen Diana als erstes. Ach, wir verkaufen gleich beide, weil sonst haben wir ja wieder keinen Platz. Wir brauchen ja auch einen Platz für das neue Fohlen. So, ja. Diana, ich weiß, es ist blöd, aber wir können dich nicht behalten. Fast 6000 Münzen bringt sie uns. Und der Bobby gleich hinterher verkaufen. Und dann können wir ja erstmal unser Stufe 3er Stütchen hier hinstellen. Dann schicken wir jemanden aus Montana hierher. Und dann, aber zumindest dafür erst einmal Platz. So. Da ist sie, die Daisy. Gucken wir es uns mal an. Ja, Gold Fever ist schon wieder unterwegs zum Trainieren. Ein Level up hat er ja noch. Ja gut, gleich was, womit wir sie nicht füttern können, aber ist doch süß, oder? Hat auch so niedliche Pünktchen. Weiß gefleckt ist er. Ja, na gut. Dann würde ich sagen, die Zucht ist ja jetzt sowieso abgeschlossen. Schicken wir sie mit auf die Weide zum Trainieren. Könnten die Weide natürlich auch mal sauber machen. Dann gucken wir mal, wen wir rüberholen. Vermutlich das Paint Horse. Das brauchen wir ja momentan da nicht. Shire und Schwarzwälder brauchen wir definitiv. Und den Platz fürs Welsh Pony auch. Und das Welsh Pony wird erstmal umbenannt. Definitiv. Gemini. Gemini heißt das nicht Zwilling? Ist das vielleicht ein Zeichen, aber das ist jetzt erstmal unsere neue Ellie. Ich hoffe, es ist okay. Wir schauen sie uns auch gleich mal an. Und falls wir Stufe 2 wieder verkaufen müssten, wird definitiv unsere Stufe 3er, dann ja Stute, Ellie heißen, auf jeden Fall. So, zeig dich mal. Nicht so gerne. Aber ich finde hier die Farbe schon mal, muss ich ja sagen, schöner als von dem Stufe 1er Welsh Pony. Ich weiß auch gar nicht, wie die auf Stufe 3 aussehen jetzt. Ist das auch so ein Braunton oder wird es zum Fuchs? Muss ich selber nochmal schauen. Na komm. Ne, dann gehen wir mal zum Ausmisten. Dann sehen wir sie gleich wenigstens mal reinlaufen.
Ja, haben wir noch genug Mais, dann füttern wir ja auch noch mal Mais. Und dann würde ich sagen, geht's erstmal in die Zucht. Dann kann sie auch rein theoretisch auf der Weide unterwegs sein. Das ist ja auch noch mal schön. Dann können wir den Hengst dazustellen. Kann ja auch, vielleicht kriegen wir den ja dann, bis er verkauft wird, noch auf Diamant. Level 10, das uns Diamanten bringt. Das wäre natürlich schön. So. Kleine. Schicken wir sie los. Und den Fred hinterher. Da sind sie schon. Passt doch. Zwei Fohlen. Und wer erwachsen ist. So, jetzt aber. Lucky ist nämlich hier rüber gewandert. Ja, wird ein bisschen günstiger als die andere Zucht, aber keine bessere Zuchtchancen. Sind auch nur 13% und es wird ein Shire. Nochmal Gemini. Ja. Gut, Zuchtzeit verkürzen. Ich glaube, das bringt jetzt nicht so viel. Ne? Wir können noch nicht einfach so wieder züchten und Diamanten möchte ich jetzt nicht ohne Grund, will ich ja nicht sagen. Hier, das sind 4 Stunden. Nee. 4 Stunden, dann bleiben immer noch 6,5 über. Naja, wir haben es versucht. Gut, dann würde ich sagen, auf nach Frankreich erstmal. Hoffentlich ist unser Stufe 2er da jetzt erwachsen. Unser Stufe 2er Champ, aber der ist noch in der Zucht, ne? Super. Ja, dann könnten wir hier gleich verkürzen. Hab nämlich eine Stute gefunden, habe gleich darum gebeten, dass sie vielleicht nochmal stehen bleibt. Ja, es ist jetzt leider auch erstmal nur ein Hengst geworden, aber ich glaube, das. Kostet dann auch wieder Diamanten. Hierfür müssen wir nichts ausgeben. Ne, das dauert noch, bis wir da neue Aufgaben bekommen. Was gibt's hier? Gibt 10 Diamanten aus. Naja, dafür lohnt es sich eventuell. Ja, und da brauchen wir auch noch Zeit. Was sagt denn eigentlich unser Punktestand? Der hat sich jetzt nicht groß verändert. Ja, wir brauchen keine 1000 Punkte mehr. Aber wir haben echt keinen Platz, auch für den General nicht. Komm. Jetzt habe ich schon drum gebeten, dass das Tierchen da steht. Ich hoffe, es steht jetzt auch wirklich noch da. So. Wie viel sind es denn? Oh, 24 immer noch. Wir können ja erst nochmal zu den nach Großbritannien zu den exklusiven Pferden schauen. Ich hoffe, da ist jetzt keiner unterwegs bei den Aufgaben. Das wäre sonst echt blöd. Weil die himmelblauen Derby-Pferde habe ich ja meistens gerne weggeschickt zu den Aufgaben, wenn möglich. Bitte nicht. Sonst könnten wir hier erst nochmal züchten. Also, Lady Azur ist da. Links ist auch da. Sehr schön. Ja. Mal gucken. Wie sieht es denn da jetzt aus? Wie viele Chancen haben wir auf eine Stufe 2er? Ja. 19% immerhin. Ist gar nicht so schlecht. Für ein exklusives Pferd. Na, und auch das wird nichts. Heute haben wir einfach kein Glück. Rima, okay, dauert auch 24 Stunden fast. Tja, gebe ich jetzt die 24 Diamanten aus, dann hätte ich ja wenigstens 50
Derby-Punkte. Na gut, wir machen es jetzt. Auch wenn ich es echt ungern mache. Aber. Oder vielleicht sollte ich erstmal schauen. Ich schaue jetzt erstmal, ob die Studie überhaupt noch da steht. Die waren nämlich in Großbritannien. So. Okay, und der Rest ist auf der Weide. Ja. Schon Stufe 3, er sieht echt schön aus, muss ich sagen. Das ist ein Hengstchen gewesen, naja. Und das hier ist die Fancy, mit der ich gern züchten möchte. Sie steht definitiv da, sehr schön. Danke. Dann, gucken wir mal. Ja, dann geben wir jetzt ein paar Diamanten doch aus. Der Zwilling, noch haben wir ja viel Zeit. Das waren ja jetzt die ersten Zuchtversuche. Oh, es sind nur noch 23 Diamanten. Okay. Aber den. Für den zweiten Hengst haben wir jetzt keinen Platz. Das geht nicht. Und. Ah, Großbritannien war das, genau. Und, ja, gut. Die Punkte holen wir gleich ab. Und dann muss ich nochmal gucken, dass ich mich ranhalte, was die Rennen angeht, dass ich Punkte sammle. Damit wir den klassischen General als Stute, war das, meine ich, noch bekommen. Ah, es ist echt. Eigentlich muss ich mehr leveln. So. Haben wir denn eine Chance? Eine Stute, sehr schön. Ja, das wollte ich jetzt eher nicht wissen. Und das wird es wahrscheinlich eh nicht, aber wir gucken trotzdem mal nach. Naja, der nächste Hengst. Ja. Dauert einen Tag 12 Stunden. Also, das ist schade. So. Ja, muss ich hier gucken. Ich glaube, Jagdrennen muss ich noch 3 machen, genau. 3 Jagdrennen und muss mehr füttern. Hier, ich pflanze auch die ganze Zeit Kürbisse an. Dann kann ich jetzt auch mal Kürbisse verfüttern. Und dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe mal, dass wir mit dem Zwilling nicht allzu lange Zeit brauchen, um den zu bekommen. Und, ja. Mal sehen. Vielleicht kriegen wir auch mal ein Stütchen, ne, von Champ Stufe 2. Stimmt. Ah, jetzt haben wir ihn uns gar nicht mehr in der Box angesehen. Aber das kommt noch. Der läuft ja nicht weg. Und ja, vielleicht haben wir auch mal ein bisschen mehr Glück wieder mit der Zucht. Gut, wir haben die Shetty-Zucht abgeschlossen, die exklusive. Das auch war ja jetzt in der letzten Folge auch schon nicht schlecht. Aber ja. Also vor allem der Zwilling, das wäre schon schön, wenn das nicht allzu lange dauert. Und ja, warum man jetzt... Man konnte doch beim Stier wirklich noch den Sattel kaufen. Ich glaube, den gab es doch schon bei Stufe... Bei der ersten Generation, glaube ich, gab es schon den Sattel. Deswegen verstehe ich es nicht, bei den, warum man den jetzt nicht mehr kaufen kann. Aber gut, wichtig ist erstmal, dass wir ihn züchten können, den schönen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!